Im Ernstfall sind tagtäglich ehrenamtliche Helfer zur Stelle, egal ob Sanitäter oder Feuerwehrmann, wir sind dankbar, wenn uns geholfen wird. Um diesen Einsatz zu würdigen, hat man sich im Landkreis Lindau etwas einfallen lassen. Einen Abend ganz für die Helfer in den Rettungsorganisationen. Beim ersten Blaulichtempfang in Lindau war auch der bayerische Innenminister Joachim Herrmann dabei. Ich halte das für eine großartige Idee vom Landrat Stegmann, dass man heute für alle, die um die Sicherheit der Menschen sich hier im Landkreis Lindau kümmern, einen solchen Empfang macht. Die sogenannten Blaulichtorganisationen, die Polizei, die Feuerwehren, die Rettungskräfte. Es ist ein großartiger Einsatz, der von diesen Menschen Tag und Nacht geleistet wird. Und dafür Dank und Respekt zu sagen, das ist wichtig. Die Rettungsorganisationen würden durch den Freistaat mit Ausrüstung und Technik gefördert, so Innenminister Herrmann. Doch ohne engagierte Menschen, die sich dafür einsetzen, ginge es nicht. Um dies zu betonen, wurden im Rahmen des Blaulichtempfangs 28 Menschen für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. Ja, es ist so, es ist die Freiwillige Feuerwehr und also es war, eigentlich hebt man die Einsätze alleine, es war auch die Kameradschaft, war das Tolle dabei, es war wirklich eine Bestätigung in diesem Sinne, wo man sagen kann, okay, wir sind kameradschaftlich miteinander aufgewachsen, wir waren also, die Gruppe, wo wir beieinander waren, waren über 20 Jahre beieinander und das war echt eine tolle Sache, wo man gesagt hat, sowas erlebt man sonst eigentlich nicht. Man hat es einfach gern gemacht. Es sind viele, die sind wieder gegangen, die haben es halt wirklich nur anstelle der Bundeswehr gemacht und mir hat es eben Spaß gemacht, bin ich einfach dabei geblieben. Ich bin eigentlich reingekommen durch meinen Mann und die erste Sparte hat mir so gefallen und dann ist die Feldküche auf Lindau gekommen und das war einfach meine Ecke. Das ist für mich eigentlich schon eine richtige Ehrung. Klar, ich bin ja auch 40 Jahre dabei gewesen, aber wenn man nachher sogar vom Herrn Minister geehrt wird, ist schon ganz schön. Die Ehrenzeichen sind ein Dank für ihr Engagement. Und es sei wichtig, diesen Gedanken des Helfens an die nächste Generation weiterzugeben. Nur dadurch können die Hilfsorganisationen auch in den kommenden Jahren so kräftig wie heute bleiben. Innenminister Herrmann betonte, dass dazu auch die Rahmenbedingungen stimmen müssten. Gerade für die Ehrenamtler ist es wichtig, dass die Arbeitgeber auch Verständnis zeigen. Denn das bedeutet natürlich auch für einen Feuerwehrmann, für eine Frau, die im Roten Kreuz engagiert ist, dass sie dann auch mal ganz plötzlich ihren Arbeitsplatz verlassen muss, weil entsprechend Alarm ist, weil Einsatz ist. Aber ich denke, jeder Arbeitgeber, ob das der kleine Handwerker oder eine große Industriefirma ist, die sollten sich immer bedenken, sie könnten schon morgen in die Situation kommen, wenn es bei ihnen brennt, dass sie darauf angewiesen sind, dass die nächste Feuerwehr einsatzfähig ist und entsprechend dort auch mit den Kräften anrückt. Also das gehört solidarisch in einer Gesellschaft dazu. In Bayern sind rund 450.000 ehrenamtliche Helfer für die Rettungsorganisationen im Einsatz. Es ist beruhigend zu wissen, dass so viele Menschen für andere da sind.